Alter! Ja? Au, ey, ich war doch gar nicht so weit! Ja, wie komme ich denn da hin? Riesige Jenna, aber wie sagen die denn? Aber auf den Piss? Nein, das war der Verkehrte. Alter. Alter, come on! Schlafen. Alter, das ist halt echt boah. Okay, das bringt da nichts. Au. dann habe ich gesagt, voll bei uns. Hallo, pack sie weg. Da ist er. Komm schon. So. Alter. Kann man dem überhaupt ausweichen? Kann ich so machen. Legion. Ja. Alter Vater, ey. Die Tante macht mich wahnsinnig. Ey, wehe, das Mistviech ist es nicht kaputt. Leute, zieht die Rübe ein, es regnet Steine. Alter, das Mistviech lebt immer noch. Alter! You can hear me. Alter. You wrecked recognize me. I know it. Come on, control yourself. Boah, Alter, der arme Controller. I tried to warn you, but you didn't listen. Jetzt kommt. Now you understand. This is the true form of your Legion's power. All it can do is cause pain. Nothing. We have that in common. In this form, even if you do survive, in the end, can you call yourself human? Happening. All right. Aim for the Legion. Fire. Hey, stop! Wow. We had no choice. If we hadn't dealt with it immediately, it would have destroyed us all. Who are they? Why do they have armor like mine? Let me introduce you. Behold, they are the Union government's newest elite task force, the Ravens. And they are your new partners. Na, Raben, verstehst du, ja? Einen roten haben wir übersehen. Zwei rote. Ja, die blauen haben wir alle geschafft. Tja, okay, dann ist unser Hauptcharakter nun tot. Meinte doch der Typ in der zweiten Mission, glaube ich, dass du dich von den Raben fernhalten sollst. Ja. Nee, es war doch nicht die zweite Mission, oder? Aber ich erinnere mich dran, ja. Oder bei einer Graben, Krähen, irgendwie so, ja. So, zum nächsten Kapitel springen, oder? Das Spiel mit diesem Spielstil fortsetzen. Du hast PT Ultimative freigeschaltet. Befristeten Einsatzmittel eingereicht. Ja, mehr haben wir ja nicht mehr, weil wir sind ja tot, ne? Wobei ich vermute, wir sind nicht tot. Genau, Kelly. Oh, jetzt haben wir das Zeug wieder hier. Archenarchiv. 2. Juli 2078. Regierungsmeldung zur Existenz von Chimären als Kontaminierungsträger. Die Verbreitung der folgenden Meldung an die Öffentlichkeit wurde durch Union genehmigt. Wie sich in den letzten Tagen gezeigt hat, stellen die stadtweit erscheinenden Portale nicht nur eine Kontaminationsquelle für unsere Lebensumgebung dar. Im Zuge der Ermittlungen gegen die wegen terroristischer Aktivitäten gesuchte Jenna Anderson erfuhr die Regierung von der Existenz bisher unbekannter Lebensformen. Diese als Chimären bezeichneten Wesen nutzen die Portale als Eintrittswege zu unserer Welt und treiben die Kontamination dieser fort. Ein von Union aufgestelltes Komitee beschäftigt sich zurzeit mit der Untersuchung der vermuteten Verbindung zwischen Anderson und den Chimären. Die Regierung warnt alle Einwohner der Arche, Chimären verfügen über extreme Körperkraft und sind in den meisten Fällen für das bloße Auge unsichtbar. Gleichzeitig bitten wir die Bevölkerung, Ruhe zu bewahren. Der Schutz vor Kontaminierung ist integraler Bestandteil der Arche. Schutzräume bieten weiterhin Zuflucht vor Portalöffnungswellen. Zusätzlich hat Union weitere konkrete Maßnahmen zum Schutz der Bürger vor Chimärenangriffen veranlasst. Dreh- und Angelpunkt dieser ist ein neues, auf Chimärenbekämpfung spezialisiertes Segment der Aachen-Polizei, die Katastrophenspezialeinheit Rabe. Die Spezialeinheit Rabe setzt sich aus den fähigsten Beamten der Aachen-Polizei zusammen und ist allein mit dem Schutz der Stadt vor der unsichtbaren Gefahr beauftragt. Ihre Bewaffnung basiert auf dem neuesten Stand der Technik, entwickelt von führenden Köpfen am Forschungsinstitut ICES. Die Einheit wird baldmöglich ihren Dienst in sämtlichen Zonen der Arche antreten, um die öffentliche Sicherheit aller Bürger zu gewährleisten. Zuständig für die Leitung der Spezialeinheit ist Akira Howard, Officer mit höchsten Qualifikationen und trotz jungem Alter von Dr. Joseph Calvert persönlich als Kopf der Einheit ausgewählt. Dr. Calvert ist die führende Autorität in allen Fragen der Astralforschung. Weitere Einzelheiten bezüglich der Chimären sowie der Spezialeinheit werden im Rahmen einer Union-Pressesitzung bekannt gegeben, Zeitpunkt nach Ankündigung. Ja, da kommt man nicht rein. Die lasse ich jetzt mal. Lappis Weihnachten 2077. Da wird ja der Hund auf dem Backblech verrückt. Schon wieder Weihnachten? Naja, leider feiern Chimären kein Heiligabend, also heißt auch für Neuron Büroluft statt Plätzchenduft. Aber keine Sorge, denn Lappi leistet euch Gesellschaft zur schönsten Zeit des Jahres zusammen mit den liebsten Kollegen Akten schieben, da lacht das Hundeherz und hier unterm Neonlicht ist's doch fast so schön wie unter dem Tannenbaum, oder? Oh ja, oh ja, oh ja. Und damit's noch festlicher wird, habe ich Plätzchen für alle gebacken. Hallo Hexrad. Nein, keine Plätzchen, nur für die. Ich weiß, die von letztem Jahr waren nicht gerade der Obergeschmacksknüller, wobei ich es total lustig fand, wie Joey aus Scherz die Kotzgeräusche auf dem Klo machte. Aber dieses Jahr ist mein Rezept noch besser und meine Kokosherzen noch leckerer, kritziger. Ich freue mich schon darauf, wenn wieder alle im Büro sind und ich noch ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreiten kann. Euer Lächeln ist das einzige Geschenk, das ich brauche. Ja, auch deins, Joey. Euer liebster Lappi. Na, Hexrad, was treibst du? Dienstbericht 25.12.2077. Ist das eine Anspielung auf Cyberpunk? Na, man weiß es nicht. Veranstaltungsbericht Bürgerseminar. Ort Zentrale Aachen-Polizei, 9. Stock, Datum 25. Dezember 2077. Titel Rote Karte für Rotschub. Verlauf. Leider waren kaum Teilnehmer da, ob es vielleicht am Datum lag. Es war ziemlich, nun ja, intim, aber man lernte sich auch rasch kennen. Die üblichen älteren Herrschaften waren wieder da und plauderten großzügig aus ihrem reichen Wissensschatz. Hextrat, du sollst nicht immer so viel plappern, ne? So gesehen war es auf jeden Fall ein erfolgreicher Abend. Dann erklärte ich, woran man genau erkennt, ob ein Ort gefährlich kontaminiert ist oder nicht und was man tun muss, wenn man denkt, dass der Rotschub einen selbst erwischt hat. Die meisten hörten sogar zu. Anmerkung, Lappi war nicht bei der Veranstaltung dabei. Aber mal was anderes. Leider ist mir aufgefallen, dass niemand Lappis selbstgebackene Weihnachtsplätzchen angerührt hat. Er hat mir erzählt, dass er von dem ganzen Rumgelaufen mit seinem Plätzchenteller einen Hitzekoller bekommen hat und das mitten im Sommer, der arme Hund. 25.12. im Sommer? Nur Captain Max soll ich von Lappi Danke sagen. Der war nämlich als einziger in Weihnachtslaune und hat sich ein Plätzchen genommen. Da hat Lappi ihm halt einfach auch den ganzen Rest da gelassen. Wer es jetzt bereut, selber Schuld, mehr Glück im nächsten Jahr. Eigentlich wollte ich mal bei ihm nachfragen, wie die Plätzchen geschmeckt haben, aber irgendwie ist er heute nicht im Büro. Sicher eine Weihnachts-Sommergrippe. Okay. Die sind ja total häufig hier auf der Arche, aber keine Angst. Denn für seinen guten Geschmack hat er sich gleich die nächste Ladung Lappi-Plätzchen verdient. Und die steht schon hier bei mir bereit und wartet auf ihn. Hurra, Marie Wenz. Ich glaube, da fehlt ein bei mir. Also ein mir. Bei der Mischung kann man ja nur Kotzgeräusche machen. Ja. Dienstbericht 3.7.2078. Gut geht's dir. 7 Kilo in 4 Wochen verloren. Oh, da würde ich aber schnell zum Arzt gehen, du. 7 Kilo in 4 Wochen, das ist ungesund. So, an alle lieben Leute von Neuron. Leider seid ihr nun alle an verschiedene Stellen versetzt worden und es ist total einsam hier im Hauptquartier. Sogar Akira sehe ich kaum noch. Kann aber auch nicht einfach sein, wenn man die Raben leiten muss und so. Wenn ich eure lächelnden Gesichter auch nicht mehr selbst hier im Flur sehen kann, denke ich doch immer an euch und hoffe, es läuft alles total super für euch. Ihr beschützt die ganze Arche und mich auch. Und wir verlassen uns auf euch. Also nicht vergessen, ja? Leider habe ich jetzt auch eine traurige Nachricht für euch. Ich habe auch gerade meine Versetzung erhalten. Seit heute bin ich wieder bei der Verkehrspolizei und für euch heißt das leider keine Marie mehr bei Neuron. Und was noch schlimmer ist, kein Lappi mehr. Aber macht euch keine Sorgen um uns. Ich und Lappi, wir zwei schlagen uns schon durch. Und man weiß ja nie. Vielleicht seht ihr mich ja irgendwann mal auf einer Kreuzung stehen, wenn wieder mal die Ampel kaputt ist. Dann bleibt doch mal stehen und sagt Hallo. In tiefster Freundschaft, Marie Wenz. PS, als Abschiedsgeschenk an Neuron werde ich die Böden hier so spiegelblank polieren, ihr werdet davon essen können. Nee, schon im Plan, hängt mit Ernährungsumstellung und so zusammen, jetzt wird's weniger. Ah, okay. Halt dich trotzdem für ungesund.